Es geht zunächst um den Begriff von Präsenz. Ein schillernder Begriff, denn er bedeutet einerseits im phänomenologischen Sinne Anwesenheit, fast auratisch, eine fast auratische Gegenwärtigkeit. Und dann bedeutet Präsenz auch schier Gegenwart im chronologischen Sinn. Hier öffnen sich Zonen der Unbestimmtheit. Medientheorie, aus der Perspektive spreche ich, konzentriert sich auf die Temporalisierung der Gegenwart in und als Zeitepochen von Technologien. Elektronische Übertragungstechnik, wenn sie nicht nur als räumliche, sondern auch als zeitliche Distanzüberbrückung verstanden wird, dann hat sie mit den gegenwartserzeugenden Mechanismen von Telepräsenz, wie es so schön heißt, den klassischen abendländischen Logozentrismus, die Konzentration auf das hier und jetzt gesprochene Wort, aufgebrochen und überwunden. Seit Zeiten der Phonographie und der Fotografie und der Kinematographie vermögen technische Speichermedien Gegenwartsmomente, die eigentlich immer nur Menschen privilegiert untereinander, so wie jetzt hier im Raum geteilt haben, auf Dauer zu stellen. Im digitalen Online-Kommunikationsmedien schließlich wird einerseits die Gegenwart in immer kürzeren Intervallen archiviert, denn alles wird unverzüglich gespeichert. Das steckt jetzt auch hier sozusagen in mir drin, diese unverzügliche Gegenwartsspeicherung. Andererseits wird die klassische Vergangenheit in Momenten ihrer Wiederaktivierung als Representing in wiederholbarer Gegenwart gehalten. Denn das nutzen Sie jeden Tag. Sie können sozusagen auf die Archive der Vergangenheit online ständig zugreifen. Also Gegenwart wird immer archivischer und Vergangenheit wird immer unvergangener, weil sie im Direktanschluss online sozusagen an die Gegenwart gekoppelt wird. In der Einleitung zu dieser Ringvorlesung wird Kaiser Sandström zitiert: We are strangers in the now. Schöner Begriff. Das Hier und Jetzt, das Moment des Präsentischen, ist immer schon vorbei und gleichzeitig noch nicht, kommentiert Marie-Louise Angerer im besagten Exposé. Es geht also um jenen ungreifbaren Moment, wo die Zeit ganz bei sich zu sein scheint für den Augenblick. Die Frage nach der punktförmig zugespitzten oder eben als Intervall ausgedehnten Gegenwart stellt von jeher ein zentrales Thema in der abendländischen Philosophie, in der Ontologie dar. In Buch 4 seiner Physik widmete sich Aristoteles ausführlich den Möglichkeiten, den gegenwärtigen Moment als Bewegungszeit numerisch zu fassen. Zeit ist demnach eine Funktion von Bewegung und messtechnisch definierbar und abzählbar. Das ist die große Tradition der aristotelischen Zeitdefinition. Diesen technomathematisch eskalierten Begriff von Gegenwart hat der Philosoph und Mathematiker Henri Bergson dann fast 2000 Jahre später in Kapitel 4 seiner Schrift Evolution Créatrice als kinematografische Zeitauffassung massiv kritisiert. Das Verhältnis von Zeit als messbarer Zeit und Zeit als gefühlter Dauer spannt den Horizont zwischen Medienarchäologie und einerseits und Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, wie es Edmund Husserl nannte, andererseits auf. Hier konkurrieren zwei massiv auseinanderdriftende Zeitkonzepte. Mein Plädoyer geht nun dahin, dies nicht als Spekulation im philosophischen Sinn voranzutreiben, sondern in konkreten Medienpraktiken zu identifizieren und somit ein anderes Vokabular für Zeit in Bewegung zu finden. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Vokabular, das uns 2500 Jahre abendländische Philosophie zum Besprechen der Zeit zur Verfügung gestellt haben, für die Zeit hochtechnischer Medien nicht mehr angemessen ist. Wir brauchen ein neues Vokabular. Wir müssen üben, eine andere Zeitsprache auch zu sprechen. Denn nicht irgendeine Zeitphilosophie, sondern Messapparaturen haben seit dem 19. Jahrhundert den Gegenwartsmoment auf seinen technologischen Begriff gebracht, indem sie ihn
durch Kurven und Signalaufzeichnung festhielten, seine Intervalle präzise aufzeichneten, damit sein Delta T, so heißt ja das kleine Zeitintervall, an- und festhielten, speicherten und unerhört im bisherigen abendländischen Denkhorizont wiederholbar machten. Nicht länger gilt in geradezu barocker Allegorie Tempus fugit, die Zeit ist flüchtig, sondern technische Zeitachsenmanipulation vermag den scheinbaren Gegenwartsmoment auszudehnen oder zu beschleunigen oder gar seine Zeitrichtung umzukehren. Ein ungeheurer Schock für eine Kultur, die 2.500 Jahre einen anderen Zeitbegriff hatte. Ich behaupte übrigens, dass dieser Schock, obwohl es die neuen Aufzeichnungs- und Wiederholungsmedien seit gut 1,5 Jahrhunderten gibt, dass der Schock kulturell von uns immer noch nicht verarbeitet ist und dass technisch sozusagen im Unbewussten permanent ein Trauma in uns erzeugt, weil unser Vokabular dem hinterherhinkt. Rimena oder Gemina Canales Monographie zum Lebensmoment der Zehntelsekunde, ihre große fantastische Studie, ihr Buch, ist nun keine Archäologie, sondern im Untertitel ausdrücklich eine History, eine Geschichte der Zehntelsekunde. Damit wird nun genau jenes zeitliche Momentum, das eigentlich die historische Zeit herausfordert, indem es sie nämlich unterläuft. Der kleinste Zeitmoment ist der Gegner der großen historischen Zeit. Das wird nun ihrerseits wieder dem historischen Diskurs einverleibt. Eine Heimholung in das gehegte, weil als symbolische kulturelle Ordnung vertraute Zeitfeld unseres abendländischen Denkens. Nur andeutungsweise lässt sie die Leser und Leserinnen wissen, dass das Zeitobjekt von Microtime, also Mikrozeitlichkeit, eine Herausforderung an die historische Zeit selbst darstellt. Zitat: The solution of tenth of a second problems was often considered a proof that knowledge could be freed from the vagaries of discourse. Und an einer anderen Stelle finden wir dann bei ihr eine Abbildung, die Sie hier im Hintergrund auch sehen, betitelt Graph of Time Taken for a Person to React to a Stimulus. Also die Reizreaktionszeit im Nerven, großes Thema im 19. Jahrhundert, das wurde gemessen und aufgezeichnet. Werfen wir jetzt mal versuchsweise einen, wie ich es nenne, signalnahen Blick auf diese Aufzeichnung. Ich habe das direkt hier aus dem Buch kopiert. Bemerkenswert ist die der Nervenreaktionsaufzeichnung parallele Zeitbasis. Sie sehen da oben das Signal, die Zeit, die Ihre Nerven brauchen, um auf einen Reiz, einen kleinen Schmerz, auf einen Nadelstich zu reagieren, bis Ihr Gehirn das merkt. Diese Zeit vergeht da oben. Da unten ist aber das Diapason. Diapason ist die klassische Stimmgabel, die parallel dazu, zu dieser Messung eingesetzt wurde, weil sie eine Zeitbasis darstellt. Sonst könnten Sie nicht entscheiden, wie viel Zeit vergeht denn da. Die ist mit Hilfe einer Stimmgabel, wird ein Zeitmaßstab hier eingeführt. Leider habe ich nicht mehr rechtzeitig eine neue Batterie besorgen können, sonst hätte ich eine Uhr mitgebracht, die legendäre Bulova Akkutron-Uhr. Das ist eine Uhr, die eine kleine Stimmgabel hat, die erzeugt die Zeit und hat den schönen Effekt, im Unterschied zur Quarzuhr, dass man den Ton hört. Die Zeit hört man als Ton. Legendäre Uhr. Medienepistemologisch betrachtet ist dies zugleich ein Indiz der impliziten Klanghaftigkeit, der Sonizität, wie ich das nenne, des medienzeitlich entdeckten Gegenwartsmoment. Also ich rücke hier jetzt wirklich diese Medienmikrozeit der Klangzeit nahe. Die erste überlieferte Klangaufzeichnung überhaupt, und zwar schon vor Edisons Erfindung des Phonographen, ist pikanterweise die Aufzeichnung eines Stimmgabeltons durch Édouard Léon Scott de Martinville, durch seinen sogenannten Phonautograph von 1859. Und die können wir jetzt einmal ganz kurz zu Gehör geben.
Ja. Das war dieser. Also das ist überhaupt die erste Klangaufzeichnung vor Edison, ist bereits die Aufzeichnung eines Stimmgabeltons, der mit einem optischen Verfahren, das die Signale Lichtschwankungen wieder in Akustik zurückverwandelt, heute wieder hörbar gemacht worden ist. Also Sie haben hier erstens gehört, es gibt schon vor dem Phonographen Tonaufzeichnungen und moderne algorithmische Filter machen es möglich, durch eine Resonifizierung dieser visuellen Aufzeichnung des Stimmgabeltons diesen wieder zum Erklingen zu bringen. Und in dem Moment, wo eine analoge Signalaufzeichnung eines Stimmgabeltons tatsächlich erklingt, wird aus einer wissenschaftshistorischen Illustration, die das hier eigentlich ist, ein operatives Argument der zeitkritischen Ästhetik der Zehntelsekunde. Wir sind also selbst in einem anderen Zeitverhältnis. Wir sehen nicht nur ein Dokument aus dem Archiv des 19. Jahrhunderts. In dem Moment, wo wir das durch Sonifikation, durch Revisualisierung wieder zum Klingen bringen, stehen wir sozusagen in einem imidialen Zeitverhältnis zur Vergangenheit dieser technischen Aufzeichnung. Es gibt also einen privilegierten Kurzschluss zwischen uns und den Medien des 19. Jahrhunderts und dazwischen steht keine Geschichte. Das ist jetzt sozusagen die radikale medienarchäologische These. Hier wird der Gegenwartsmoment, der Gegenstand der hiesigen Nervenlaufzeitmessung, zu Presence im Sinne von Toningenieuren. Wer bei Ihnen vielleicht Erfahrungen im Tonstudio hat, da gibt es auch den Begriff der Presence, die Presence Control in der Klangregelung, das bestimmte Frequenzbereiche meint. Jetzt habe ich ja, wie Sie sehen, mitkopiert die Betitelung dieser Abbildung durch Kollegin Canales. Sie können es da unten auch lesen. Sie schreibt, rhetorically, the graphics published by René were different from Bloch's and Richer's. By showing only a single reaction at a time, they minimalized the problem of variations among and within individuals. Rhetorisch? Nein. Signalaufzeichnung ist vielmehr operative Diagrammatik. Also ich lese sozusagen mit medienarchäologischen Augen diese Signalaufzeichnung ganz anders, als es die Kultur- oder Wissenschaftshistorikerin tut. Diskursiv gelesen, das ist Canales Lesart, ist die messtechnische Abbildung auf eine Illustration der wissenschaftsgeschichtlichen Narration des 19. Jahrhunderts reduziert. Tatsächlich aber stellt sie deren Provokation, wenn nicht gar Alternative, dar. Nämlich einen alternativen Zeitkanal. Den möchte ich ansprechen, wachrufen. Bei Canales erzählt die zweite Hälfte der Buchseite, wenn man jetzt unten weiterlesen würde, die wissenschaftsgeschichtliche Erforschung von Stimulus und Reaktionszeit in Laboren und Experimenten des späten 19. Jahrhunderts. Narration gegen Messwerte. Das Reich alphabetischer Symbole, der wissenschaftliche Text gegen die Signale. Das ist nicht so harmlos miteinander vereint, wie es hier die Tradition der Illustration und der Unterschrift suggeriert. Denn das Thema, das wundervolle Thema dieses Buches von Canales, ist schlauer als die Autorin selbst. Immer wieder bricht sich nämlich das, was ich das Zeitreal nenne, als ein anderes Wissen Bahn und durchschlägt die narrative wissenschaftsgeschichtliche Ordnung. Ich zitiere nochmal aus dem Buch selbst. Since yesterday, hundreds of thousands of tenths of a second have gone by, schreibt die Autorin. How can we possibly begin to tell their history? Die Autorin selbst merkt, sie lebt im Themenfeld dieser Zehntelsekunde und irgendwie geht das nicht ganz nahtlos in der Art und Weise auf, wie sie es dann als Geschichte erzählt. Schon die Fragestellung ist meiner Meinung nach verfehlt, weil die symbolische Zeitform der Erzählung, respektive Historiografie,
Geschichtsschreibung, das zeitkritische Moment immer verfehlt. Umso perfider, je genauer sie es scheinbar zum Thema macht. Und damit vom zeithandelnden Dramaturgen, denn das ist diese Zehntelsekunde, das ist selbst ein Zeitereignis, zum Objekt einer anderen Zeit, nämlich der Geschichte, degradiert. Noch einmal ein Zitat aus dem Buch. Many areas of science and culture have been concerned with the tenth of a second. And these accounts offer us a glimpse into its history. Da haben wir es wieder. Sie schlüpft wieder zurück in die Erzählordnung der Geschichte, in eine andere Zeit. Doch damit wird die messtechnische Zählung zur Erzählung dissimuliert. Canales wird den imaginären Referenten Geschichte als Fluchtpunkt all ihrer Analysen nicht los. Noch ein Zitat. How do these short intervals affect history? What happens when we look at our history at this temporal scale? Demgegenüber dient das medienarchäologische Exerzitium, diese Methode möchte ich Ihnen heute ja auch nahebringen, dieses medienarchäologische Auge oder Ohr, der kalte, distante Blick oder auch das kalte Ohr, das wirklich auf die Signale hört, das dient der zeitweiligen Suspendierung vom kulturhistorischen Diskurs. Ich möchte, dass Sie in der Lage sind, solche wundervollen Dokumente zu entziffern und sie nicht gleich in der Kulturhistorie einzubetten und zu begraben. Nicht schlicht, Zitat, in order to rethink the period known as modernity, we need to examine what happens within these short fugitive moments. Soweit Canales. Vielmehr wäre die Zehntelsekunde selbst modern zu denken, transitiv als Ereigniswelt nach eigenem Recht. Also was heißt es, zu lernen, solche kleinsten Zeitmomente zu denken? Ich behaupte, man muss sich von der historischen Semantik der großen emphatischen Zeit, in der wir von Kindheit an trainiert sind und unsere Sprache reproduziert, dieses Vokabular der historischen Zeit ständig, davon müssen wir uns für einen Moment suspendieren, sonst bekommen wir diese faszinierende Eigenzeitlichkeit der Mikromomente nicht in den Blick. Noch ein Zitat. The tenth of a second was repeatedly referenced in debates about the nature of time, causality, free will and the difference between humans and non-humans. Canales macht in dem Buch, was ich wunderbar finde, um das jetzt auch immer noch mal zu sagen, sie entdeckt ja hier eine sublime Temporalität oder Temporealität, nenne ich es. Es gibt also Zeitweisen, das ist das Schöne an diesem Thema, die nur noch technischen Medien bewusst sind. Also es sind einfach seit dem 19. Jahrhundert Massmedien, die ein besseres Gefühl für bestimmte Zeitmomente haben oder auch Zeit entdecken, die Menschen gar nicht zugänglich ist, weil wir bekanntermaßen überhaupt kein Zeitorgan haben. Im Unterkapitel des Buches unter dem Titel Measurement Compared to Discourse heißt es bei Canales weiter: This book is centered at the moment of measurement. All measurement require a making present. In der Tat, diese präzise Analyse steht an. Die Autorin leistet diese Analyse, kommt inhärent immer wieder an die Grenzen ihres eigenen Diskurses. Immerhin viel präziser als etwa Hans-Ulrich Gumbrechts phänomenologisch attraktiver, aber dann doch nicht klarer Begriff der Generierung von Präsenz. Denn das ist ja eines der Geheimnisse technischer Medien. Sie können Präsenz generieren. Carusos Stimme von einem uralten Edison-Zylinder oder Grammophonplatte abgespielt, macht ihrer akustischen Wahrnehmung die Stimme Carusos wirklich präsent. Das ist nicht eine schlichte Repräsentation, sondern ihr Gehörsinn reagiert auf die Gegenwart von Carusos Stimme, auch wenn ihnen ihr kognitives Bewusstsein sagt, der ist 100 Jahre tot. Auch das produziert übrigens einen sozusagen technotraumatischen Spalt, von dem ich glaube, den haben wir kulturell und in unserer Semantik noch nicht bewältigt.
einer Fußnote von Canales ergänzt erneut historisierend, Zitat, my preoccupation is not with scientific determinations of time, but rather with scientific operations as they occur in time. Das ist natürlich fatal, wenn man die Zehntelsekunde als Zeitereignis, also kleinste Zeitmomente, zeitkritische Momente, in denen Zeit entscheidend ist für das Ablaufen des ganzen Prozesses, wenn man die selbst einer anderen Zeit unterwirft, nämlich der historischen Zeit, nimmt man sozusagen diesen Zeitmomenten ihren Stachel. Bleiben wir also nicht im historischen Diskurs befangen, aber wie kommen wir heraus? Und ich behaupte, wir können uns durch die hochtechnischen Medien befreien lassen, hin zu einer anderen Sprache, einem anderen Begriff von Zeitmomenten, Zeitintervallen, Zeitlichkeiten. Wie also, das ist ein Weg, die Schallmauer zu non-historischer Wissenszeit zu durchbrechen. Genau da also setze ich an und möchte weiterdenken. Auf der Basis dieses wunderbaren Buches und anderer Studien, aber da radikaler sein. Sonst brechen wir nicht durch diese Befangenheitsmauer des historischen Diskurses, der alle anderen Zeitformen gierig in sich vereinnahmt. Immer wieder gibt es das Gespür dafür, dass heute ein anderes Zeitvokabular vielleicht eingeübt werden sollte, an das uns die Medientechniken erinnern. Noch ein Zitat. Instead of studying the tenth of a second in modernity, my aim is to understand the tenth of a second as modernity. Das ist schon ein epistemologisch spannender Moment. Hier wird die Grenze zwischen Messgegenstand und Messmedium aufgehoben, die Zehntelsekunde als Messzeit und als gemessene Zeit. Die Zehntelsekunde ist die Zeit dessen, was wir heute digitale Telekommunikation nennen, denn im 19. Jahrhundert, als es noch nicht digitale Telekommunikation hieß, gab es die aber schon, nämlich avant la lettre, das war die telegrafische Morsetastung, also das große Kommunikationsmedium, das innovativste im späten 19. Jahrhundert, die Morsetelegrafie, ist erstens 100% digital, es sind diskrete Signale. Sie haben nicht zwei, sondern drei Zustände, Dot und Dash und Pause, aber es ist radikal diskret und die Tastung bewegt sich genau in diesem Zehntelsekundenbereich und ist Teil der Botschaft selbst. Denn die Empfänger der Morsetelegrafie haben meistens nicht auf die ausgedruckten Striche und Punkte geschaut, die aus diesen Morsestreifen kamen, sondern das war an eine Klingel gekoppelt und die haben das als Töne gehört. Die haben also sozusagen die übermittelte Nachricht mit ihren Ohren dekodiert. Canales zitiert den großen Forscher Claude Lévi-Strauss, der in seinem Werk La Pensée, das wilde Denken, La Pensée Sauvage, einmal sehr deutlich darauf hingewiesen hat, dass die makrohistorischen Zeiträume einem ganz anderen Zeitregime angehören als etwa die Zeit der Tageschroniken und der kleineren Zeitmomente. Und je kleiner die Zeitmomente sind, die wir selbst aufzeichnen oder mit denen wir uns beschäftigen, desto mehr versagt die Erzählung. Die können wir immer weniger erzählen. Wenn Sie Ihre Erlebnisse sozusagen in einem Echtzeit-Tagebuch aufzeichnen würden, und da gibt es ja auch inzwischen nette Gadgets, Ihre eigene Gegenwart sofort zu archivieren, dann lässt sich das nicht mehr erzählen. Zu der Erzählung brauchen Sie einen Abstand, eine Distanz, dann verpassen Sie aber sozusagen das Eingekoppeltsein an die Zeit selbst. Also hier steht sozusagen eine der grundsätzlichen kulturellen Techniken der Zeitorganisation zur Disposition. Denn was ist, wenn die Erzählung zugunsten der chronologischen Zählung aufbricht? Wir kommen natürlich nah an genau jene Uhrzeit, an die tickende Zeit, die Bergson im Namen der Dauer und Martin Heidegger, der Philosoph, dann später unter dem Begriff vulgäre Zeit noch heftig kritisiert hat. Aber genau das ist die Medienzeit, in der wir leben. Karl Ernst von Baer von Seiten der Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert
nahm gerade diesen Perspektivwechsel zum Ausgangspunkt eines Gedankenexperiments. Zeit aus Sicht eines pulsbeschleunigten, also zeitraffenden Lebewesens. Stellen Sie sich vor, Ihr Puls schlägt doppelt so schnell. Sie leben zwar dann nur halb so lang, können dafür aber Dinge wahrnehmen, die Ihnen sonst entgehen, weil Sie sozusagen eine verdichtetere Wahrnehmung haben. Für solche Gedankenexperimente ist der historische Diskurs nicht mehr plausibel, sondern man nähert sich dem eher in Begriffen von statistischen Verteilungen oder von Zeitreihenanalyse, wie es die Nachrichtentechniker sagen würde. Immerhin war es ja Walter Benjamin, der für die moderne Welt feststellte, dass die Form der Erzählung von Zeit, der Erfahrung von Zeit in der Moderne nicht mehr angemessen ist und sagt, Gott sei Dank kam ein neues Medium, für ihn sogar noch sehr neu oder relativ frisch, nämlich der Film. Und das hat mit dem Dynamit der Zehntelsekunde die klassische Zeitwahrnehmung aufgebrochen. In der Tat, das tut Film ja auch. Wir werden 24 Mal pro Sekunde betrogen in unserer Wahrnehmung durch das klassische Filmbild. Und auch wenn wir es nicht mehr als mechanisches Kino sehen, sondern als Streaming-Media downloaden, auch hier haben wir immer noch Frames, die zwischengelagert und gebuffert werden. Und trotzdem glauben wir, kontinuierliche Bewegung zu sehen. Der Begriff Streaming-Media selbst täuscht schon darüber hinweg, wie radikal diskret eigentlich im Mikrobereich, im 10- und anderen Sekundenbereich diese Prozesse ablaufen. Wir versuchen von Seiten der Medienarchäologie jetzt ganz ohne Dinge wie messianische Zeit, das klingt bei Benjamin mit, oder philosophische Zeitkonstruktionen, diesen temporalen Bruchstellen sich zu widmen. Die interlineare Botschaft von Untersuchungen wie der Kollegin Canales sagt implizit, was sie explizit zu formulieren befangen bleibt, nämlich, dass die Moderne noch nicht das Vokabular entwickelt hat, die Zeitprozesse zu beschreiben, in der sie medientechnisch schon längst lebt, bis in den Alltag hinein. Daher sollten wir, mein Vorschlag, vom historiografischen Diskurs, der immer noch an der Erzählform hängt, zum wissensarchäografischen Modus wechseln. Das eine sind Fotografien von Blitzen oder Fotografien von elektrischen Funken. Das andere ist aber, wenn der Funke selbst benutzt wird, um einen kurzen Belichtungsmoment zu erzeugen, dann wechselt sozusagen diese Zehntelsekunde vom Objekt zum Subjekt der Handlung. Wie es etwa die Geschossfotografie immerhin von Ernst Mach realisiert hat. Und der hat bekanntlich sich mit dem Durchbrechen von Schallmauern befasst. Auch in Edward Muybridge's bekannten chronofotografischen Studien zur Animal Locomotion von 1882, also der Bewegungsformen von Lebewesen, löste ja konkret der Pferdegalopp durch seine mit elektrischen Batterien verbundene Durchtrennung von Schnüren die Moment- und Reihenfotografie aus. Demgegenüber hat sein Kollege Jules-Étienne Marais in Paris auch Chronofotografien erstellt, aber durch Aufnahme mit feststehender Platte und ihrer Mehrfachbelichtung, als wenn es eine technische Erfüllung von Bergsons Verlangen nach Zeit als Dauer wäre. Also interessant, wie sich zwei philosophische Alternativen des Zeitbegriffs hier nochmal in zwei technischen Verfahren der Chronofotografie konkretisieren. Fotografie erlaubt es bekanntlich, Bewegungsvorgänge im Bilde festzuhalten, wo die direkte mechanische Registrierung völlig versagt. Hier liegt die ganze Differenz des Kurvenschreibers, dem Zeitmessmedium des 19. Jahrhunderts, wie wir ihn auch in dem Bild sehen, und der trägheitsloseren Signalverarbeitung durch Fotografie oder gar am Ende in der Elektronenröhre, heute natürlich
Transistor und Mikrochip andererseits. Nun, das wirklich empfehlenswerte Buch von Canales wurde geschrieben, als die Autorin Assistant Professor of the History of Science an der großartigen Harvard University war. Aber ich erlaube mir, wie Sie sicher schon gehört haben, eine dezente Kritik an der Wissenschaftsgeschichte. Deren brillanten Befunde erschöpfen sich im Nachweis der Kontextgebundenheit aller experimentellen Erkenntnis. Die Rolle technischer Messmedien wird dabei ihrerseits als historisch kontingent definiert. Die verschiedenen Labore und Messsysteme einer verschiedenen Zeit bringen auch verschiedene Formen von Erkenntnis hervor. Demgegenüber schaut Medienarchäologie, oder zumindest komplementär dazu, um es mal sanfter zu formulieren, auf die gleichen Befunde und Technologien im Sinne von Erkenntnisfunken, die direkt zwischen uns und diesen Dokumenten schlagen. So wie Jakob Bachofen einst im Blick auf die antiken Mauern in Rom, wie er schreibt, elektrisiert war und sich damit in allen historischer Distanz unterlaufenden Direktkontakt zur Antike wähnte, so liest auch der medienarchäologische Blick die Illustrationen und Beschreibungen von Experimentalanordnungen aus dem 19. Jahrhundert, wie hier an der Wand, im Sinne einer Zeitgenossenschaft. Nicht nur als historisches Zeugnis. Während Hans-Jörg Reinbergers Begriff der epistemischen Dinge, die durch Experimentalsysteme zustande kommende Erkenntnis wissenschaftshistorisch identifiziert, neuerdings heißt es wissensgeschichtlich, immerhin haben wir zwei Lehrstühle an der Humboldt-Universität, die erforschen nicht mehr Wissenschaftsgeschichte, sondern Wissensgeschichte, wie es heißt, in Anlehnung an Bruno Latour und andere Modelle. Demgegenüber widmet sich der Medienarchäologe dem epistemischen Ding ganz wörtlich, nämlich der Eigenwelt und Eigenzeit der technischen Apparatur als technologisch verkörpertes Wissen. Sie können vielleicht in der Schulausbildung noch als eine der ersten Experimente im Abendland, interessanterweise wieder am hörbaren Bereich, haben Sie von Pythagoras gehört, der am Monokord, also dem einseitigen, an der gespannten Seite als Messinstrument Oktaven und ganzzahlige Tonverhältnisse gemessen hat. Das ist, abgesehen von der Diskussion, ob es Pythagoras je gab, aber angenommen, es hat ihn wirklich gegeben, 6. Jahrhundert vor Christus. Das würden Sie normalerweise als antike Wissensform, von der wir 2500 Jahre getrennt sind, wahrnehmen. Aber Sie können dieses Instrument, ich hätte jetzt fast eins mitbringen können, Sie spannen eine Seite und Sie machen genau das, was Pythagoras beschreibt. Sie setzen den Steg in der Mitte an, zupfen die Seite wieder und merken, es ergibt eine Oktave. Aus Sicht gekoppelt an das Messmedium gibt es keine historische Distanz zwischen dieser Experimentalanordnung von 2500 Jahrtausend früher, auch wenn die Denksysteme, die kulturellen Systeme, die Mentalitäten mit Sicherheit sehr anders waren als unsere Denkweisen heute. Aber das Medium erlaubt uns sozusagen gleich ursprünglich, so nenne ich das ja in Anlehnung an einen Begriff von Martin Heidegger, das nachzuvollziehen. Wir sind also dann in einem unhistorischen Verhältnis zu diesem Ereignis. Wie es Telegraph und Telefonie als Peer-to-Peer-Kommunikation Ende des 19. Jahrhunderts anbahnten, synchronisieren funkische Medien seit dem 20. Jahrhundert massenmedienhaft Gemeinschaften über räumliche Distanz hinweg. Kraft der Lichtgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellenausbreitung. Der analogen Signalübertragung im Live-Modus, wie es ja lange Zeit hieß, eignet die Aura von Zeitechtheit qua technotemporaler Indexikalität. Eine Live-Übertragung bringt uns in ein direktes Zeitverhältnis, zeitliches Verhältnis zu dem übertragenen Ereignis. Der technische Empfänger vermag die Signale des Senders im klassischen Analog-Modus. Vielleicht erinnern Sie sich noch ganz dunkel an AM und FM, Amplituden- und Frequenzmoduliertes Radio oder Fernsehen.
Das Zeitverhältnis zwischen Sender und Empfänger ist hier nahezu unmittelbar. Etwas, was wir nur mit unseren Augen überhaupt auch erfahren. Denn interessanterweise ist unser einziges Radioorgan sind unsere Augen. Weil wir Licht nennen, was ja ein Spektrum der elektromagnetischen Wellen ist. Und für den Fall, dass Sie nicht 300.000 Kilometer davon entfernt sind, sehen Sie diese Ereignisse fast unmittelbar. Daher diese Zeitechtheit dessen, was wir klassischerweise Live-Übertragung nennen. Demgegenüber kostet digitale Übertragung, und damit leben wir heute, in der anderen Modulationsform, in der Pulse-Code-Modulation etwa, das kostet immer Rechenzeit. Beginnend mit der Analog-Digital-Wandlung, alle ihre computergekoppelten Instrumente müssen ja die analoge Welt ständig überhaupt erstmal in digitale Signale verwandeln. Das kostet Zeit. Das ist Mikrozeit, kostet aber immer Zeit. Sample and hold. Jedes Stück Signal wird zerhackt, zwischengespeichert, weiterverarbeitet. Enkodierung, Komprimierung, empfangsseitige Datenprozessierung, Codex. Das kostet Zeit. Je genauer Sie mit der Zeitlupe hineinschauen, desto mehr merken Sie, wie viele Zeitverschiebungen in der digitalen Welt stattfinden. Etwas, was die analoge, klassische Radio- und Fernsehwelt überhaupt nicht kannte. Im Unterschied zu Live, wie es früher hieß, ist die Echtzeit, viele verwechseln das heute, aber das sind zwei verschiedene Modi von Zeit, ist die Echtzeitübertragung immer schon asynchron. Die ist nicht zeitecht. Die ist nie zeitecht. Überhaupt der Begriff Echtzeit sagt es auch schon. Er will eine simulierte Zeit erzeugen. An die Stelle realer Telepräsenz, die mit den scheinbar veralteten klassischen Analogmedien, die jetzt alle im Elektroschrott landen, an diese Stelle tritt das erweiterte Zeitfenster, nämlich ständig zwischengespeicherte Gegenwart. Das ist Archiving the Presence. In der digitalen Kultur leben Sie in einem universalen Mikroarchiv, weil es fast keine Gegenwart mehr gibt, sondern nur noch zwischengespeicherte Daten. Nur das Dazwischen ist so kurz, dass für die Langsamkeit der menschlichen Wahrnehmung es wie Gegenwart, wie reine Gegenwart aussieht. Der ganze Trick der Signalverarbeitung der digitalen. Analoges Broadcasting bedurfte im Kern des Abstimmens von Sender- und Empfangsfrequenz durch resonierende Schwingkreise. Sehr schöner musikalischer, sonischer Begriff übrigens. Die Techniker greifen, um das Zeitverhältnis von Sender und Empfänger zu beschreiben, tatsächlich auf musikalische Begriffe zurück. Sie sprechen von Resonanz. Der Resonance Circuit ist die Schaltung, auf der klassische Rundfunkgeräte basieren. Warum? Weil die Ingenieure in dem Moment, wo es um Zeitverhältnisse geht, im Abendland kein anderes Vokabular als das der Musik zur Verfügung hatten, um diese Zeithaftigkeit zu beschreiben. Die zeitkontinuierliche audiovisuelle Konstituierung einer gemeinsamen Zeit, das ist ja die klassische Zeit der Massenmedien, das Tuning qua Rundfunk. Für zeitdiskrete Kommunikation, das ist jetzt unser digitales Zeitalter. Es gibt nicht mehr kontinuierliche, sondern zeitdiskrete Kommunikation. Immer zerhackt ist dieser klassische heideggersche Begriff der Stimmung nicht mehr angemessen. Stattdessen leben wir heute in einer rhythmischen Zeit. Für die klassischen Analogmedien gilt der Begriff der Stimmung als kontinuierliche Signalwelt. Computerbasierte Welt ist eine rhythmische, und das Wortspiel wird immer wieder neu begründet, eine algorithmische Zeitform. Erst im wirklich digitalen Bild scheinen tatsächlich Picture Elements, die Pixels, auf. Aufgrund der Rastermatrix des Computerspeichers, wo sie alle kurz zwischengespeichert werden, sind sie im Einzelnen numerisch adressierbar. Anders als das einst analogtechnische Kathodenstrahlbild, das eigentlich nur noch als Begriff überlebt hat, nämlich YouTube. Der Name YouTube spielt noch auf die Bildröhre des analogen Fernsehens an.
ist aber selbst bekanntermaßen hundertprozentig digitalisiertes Format. Sehr interessanter Fall, woran wir merken, dass unser kulturelles Vokabular noch hinterherhinkt oder ausgespielt wird. Ja, was ist eigentlich die Natur dieses Punktes eines gepixelten Bildes, wenn Sie YouTube-Videos anschauen? Hat das noch etwas mit Zeitpunkten zu tun? Ist das eine Frage von Gegenwartsmomenten? Im klassischen Fernsehbild, wo zeilenförmig Elektronenstrahlen geschrieben werden, da war der Punkt zeitlich nie bei sich. Im digitalen Bild haben Sie tatsächlich an einem Ort ein Pixel und das wird refreshed, das bleibt aber an seinem Ort. Das war der klassische Fernseher, da war der Bildpunkt nie für einen einzigen Moment an einem Ort, sondern ständig durchlaufend. Also eine ganz andere Mikrozeitlichkeit bei dem scheinbar ganz ähnlichen Bild. Im klassischen Fernsehbild war der Lichtmoment immer schon im Nu vergangen, wie es Benjamin ausgedrückt hätte, und damit immer erst Voraussetzung für unsere Bildwahrnehmung. Nur theoretisch war das klassische Schwarz-Weiß-Bild im Fernsehen in Bildpunkte unterteilt. Im tatsächlichen Vollzug entwickeln sich die Grauwerte des Bildsignals auseinander. Und die medienarchäologische Analyse versucht hier etwas, was die Literaturwissenschaft als Close Reading kennt, das wirklich genaue Hinsehen, und setzt deshalb nicht mit einer freudigen philosophischen Zeitspekulation über Medienzeit etwa an, sondern lässt sich umgekehrt induktiv von dem anleiten, was in den Medien tatsächlich passiert. Je genauer wir die Technik der technischen Medien anschauen, desto mehr werden wir angeregt, neu und produktiv über Zeitverhältnisse nachzudenken oder uns dessen bewusst zu werden. Also die technologische Erdung, wir legen in der Berliner Medienwissenschaft großen Wert drauf, obwohl wir an der klassischen philosophischen Fakultät angesiedelt sind und nicht etwa bei der Informatik oder Elektrotechnik und schon gar nicht eine technische Universität sind. Wir legen größten Wert, dass bevor wir kulturwissenschaftlich über Medien nachdenken, erstmal ihre Technik kennen müssen. Die technologische Erdung ist kein instrumentaler Endzweck, dafür sind andere Studiengänge da, aber eine Weise, Zeitbegriffe neu kennenzulernen. Im Sinne des Historikers Leopold von Ranke, der in der Berliner Sophienstraße seit dem Ende des 19. Jahrhunderts begraben ist, der hatte einmal das Historikerideal beschrieben, man soll die Dinge so beschreiben, wie sie sich tatsächlich ereignen. Medienarchäologie versucht wirklich das Signal, wie es sich tatsächlich ereignet, auch in seiner Zeitlichkeit zu durchleuchten. Und von daher der Blick auf die Zeitlichkeit des Fernsehbilds. Wir können jetzt das zweite Bild einmal einblenden. Sie sehen als erstes das von unserem Kollegen Henry Westphal konstruierte Lion-Fernsehmodell. Wir haben einmal versucht, mit wie wenig Teilen kann man schon trotzdem einen voll funktionierenden elektronischen Fernseher bauen. Wir sehen da vorne den Bildschirm und dahinter ein paar wenige Elektronenröhren, Kondensatoren und Widerstände. Und ich glaube, mit ganz wenigen, etwas mehr als ich Finger an der Hand habe, Teilen können Sie einen Fernseher bauen. Jetzt aber, wenn wir das mal ganz nach unten gehen, hier sehen Sie mal aus messtechnischer Sicht, Oszilloskop ist ja quasi das Auge des Fernsehens oder Fernsehen des Fernsehens. Hier sehen Sie, wie so ein Fernsehsignal aussieht. Sie sehen vor allem die Synchronimpulse. Sie sehen also, wie der klassische Fernseher zeitlich getaktet ist. Wie hier eine Zeitmaschine hinter dem Bild am Werk ist, um den Zeilenumbruch und den Bildumbruch mitzusteuern und mitzuübertragen. Das ist diese Mikrozeitlichkeit, die in hochtechnischen Medien am Werk ist und die uns auf die Spur setzt. Wenn wir uns darauf einlassen, auf diese Zeitsignale und versuchen, sie zu beschreiben und das nicht nur in der Sprache der Ingenieure, sondern rückzukoppeln an die philosophische
Frage, was ist die Zeit? Dann kommen wir sozusagen auf einen neuen produktiven Weg mit technischem Vokabular im erkenntniswissenschaftlichen Sinne umzugehen. Zum einen sehen Sie, dass das klassische Fernsehbild, das klassische Live-Fernsehen immer schon eine verfehlte Gegenwart war. Weil das Bild war immer schon an jedem Punkt vergangen, wenn es gerade aufleuchtete. Also live ist sozusagen nicht ganz so live, wie wir es wahrgenommen haben. Es gab so etwas, was Lessing 1766 in seinem Traktat Laocoon den prägnanten Moment genannt hat. Der beruht ja darauf, dass wir dann in Interaktion mit einem Bild oder einer Skulptur treten, wenn es nicht auf den Punkt gebracht ist, sondern wenn wir etwas im zeitlichen Sinne hinzuergänzen müssen, dann treten wir in Interaktion mit einem optischen Gegenstand. Aber wenn wir uns darauf einlassen, führt das zu einer fundamentalen Verunsicherung in der scheinbaren Gewissheit, dass wir überhaupt in der Gegenwart leben. Je mehr wir uns in dem Moment, wo wir an technische Medien gekoppelt sind, unterlegen wir deren Zeitgesetz. Wir sind nicht mehr Herr im eigenen Zeithaushalt und wir leben nicht in der Gegenwart. Das ist natürlich in gewisser Sinne schon dramatisch für das abendländische Zeitverständnis, das doch diesen Gegenwartsmoment so extrem privilegiert hat. Nein, wir leben und im Zeitalter des Digitalen umso mehr immer schon in einer zwischengespeicherten oder zwischenarchivierten Zeit. Und ich überspringe jetzt ein paar Teile, damit wir auch ein bisschen noch diskutieren können, bringe aber noch vielleicht zwei, drei Argumente holzschnittartig ins Spiel. Nach dem Unterschied von Live- und Echtzeit, wobei ich für eben analoges Live-Signal noch eine gewisse Zeitechtheit behauptet würde, von der ich aber sage, in der Echtzeit der digitalen Kommunikation leben wir vollends nicht mehr in der Gegenwart. Wie kommen wir, wenn wir uns darauf einlassen, aus dieser Irritation der Gegenwart wieder heraus? Wie entwickeln wir also, damit habe ich ja begonnen, dieses andere Vokabular? Nun, was ich dazu vorschlage, ist, dass wir tatsächlich den üblichen alltäglichen Begriffen, mit denen wir Zeit beschreiben, jetzt, bald, gestern, eben, die, bevor sie Selbstmord begangen hat, hat die Mitverlagschefin des Berliner Merve Verlags, der ja für eine ganze Generation von Studenten mal intellektuelle Quelle der Übersetzung französischer Philosophie ins Deutsche gewesen war, Heidi Paris, ein kleines Büchlein noch geschrieben, das heißt 256 Zeitworte. Da werden einfach nur alphabetisch kleinste Zeitbegriffe aufgelistet. Mein medienarchäologischer Vorschlag ist nun der, diesen konkreten Begriffen wie eben und jetzt technische Zeitbegriffe zuzuordnen. Da haben wir eben so etwas wie die Verzögerungsleitung in der Nachrichtentechnik, die frühen Computerspeicher, in der Schall, weil er so langsam ist, als Zwischenspeicher für Computerdaten benutzt worden ist. Also eine völlige Umnutzung der Zeitlichkeit von Klang zu Zwecken der Datenspeicherung. Faszinierender Computerspeicher, der aus Schall besteht, ist heute nicht mehr ganz aktuell, war aber in der frühen Radartechnik ein ganz wichtiger Speicher. Dass wir also eben diesen alltäglichen Zeitbegriffen die jeweils technisch präzise technische Form zuordnen, dann merken wir, wir erden das sozusagen und dann leben wir auch in der hochtechnischen Gegenwart mit unseren Zeitbegriffen. Aber worauf läuft das hinaus? Das läuft darauf hinaus, dass wir A, den
singulären, totalitären, totalisierenden Begriff Zeit radikal repluralisieren, anstelle dieses magischen, despotischen Kollektivsingulars Zeit, den müssen wir wirklich verabschieden, ersetzen durch mindestens 256 Zeitwörter und ich wage es dann zu sagen, und da gehe ich dann über die Einleitung noch hinaus, ich habe mich da als Medienwissenschaftler oder mit Hilfe von Medientheorie auch noch weiterentwickelt, während ein Rezensent meiner Habilitationsschrift noch schrieb, der Autor hasst Geschichte, möchte ich jetzt nicht einfach nur sagen, wir ersetzen dieses narrative Modell von Geschichte, Wissenschaftsgeschichte, Mediengeschichte durch eine radikale Pluralisierung von technisch geerdeten Zeitbegriffen, sondern wir verabschieden den Zeitbegriff selbst auch noch. Damit bin ich übrigens nicht ganz allein, sondern ich habe Marie-Louise Angerer zuliebe als letzte Worte einen Begriff von Brian Massumi noch gefunden, der nämlich, jetzt muss ich mich hier wirklich bis zur letzten Seite vorarbeiten, noch den Begriff geprägt hat. Na, wo ist er? We will need to de-stratify reality itself. Ja, vielen Dank und ich hoffe, wir haben jetzt eine angeregte Diskussion. Applaus